ich hab jetzt schon Lust auf dieses Spiel. Fuck! Ja, wie. Ah, es ist die Musik laut. So, erstmal ein bisschen leiser stellen. So, wie ihr seht, spielen wir Deponia. Irgendwas wollte ich hier noch ändern. Ich weiß nur nicht mehr, was ich ändern wollte. Aber wir spielen Deponia. Ein wunderschönes Point-and-Click-Adventure von den werten Herren von The Daedalic. Es wird lustig. Sehr, sehr lustig. Wow, wir nehmen diese neue Erfindung mit dem Maus. Was denn jetzt noch? Sollte das Spiel nicht längst starten? Ja, schon. Aber die Schrottpresse ist kaputt. Und da dachten wir, wir nutzen die Zeit für ein Tutorial. Wer dachte das? Ich brauche kein Tutorial. Und wie willst du dann die Schrottpresse reparieren? Schau einfach zu und lerne. Vielleicht hörst du dir lieber vorher an, was ich zu sagen habe. Du hast hier aber nichts zu sagen. Ach komm schon, dauert doch nicht lang. Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick. Mal sehen. Computer, Wenzel ansprechen. Das musst du nicht extra sagen. Wer redet denn mit dir? Na du? Du hast mich angeklickt. Klugscheißer. Verrat mir lieber mal, was mit der Schrottpresse nicht stimmt. Sie drückt nur noch ganz sanft und matscht nicht mehr richtig. Das sieht doch nun wirklich jeder Idiot. Na, dann moderier du doch das Tutorial. Ein Klacks. Zuerst erkläre ich dir mal, wie man jemanden anspricht. Hä? Du klickst mit dem Mundsymbol auf einen Menschen? Völlig falsch. Ich habe dich nämlich mit dem Sprechblasensymbol angesprochen. Jeder weiß doch, dass es in diesem Spiel kein Mundsymbol gibt. Dafür aber das Sprechblasensymbol zum Reden. Ah, ganz richtig. Mein Lieblingssymbol, das Rufus-Kopfsymbol zum Dinge anziehen, essen und trinken. Wenn du das schon nicht kapierst, wie soll ich dir dann jemals beibringen, wie man ein Objekt ansieht? Das weiß ich doch. Aha, und wie? Ich zeige mit meinem Mauszeiger darauf und klicke rechts, wenn ich das Augensymbol sehe. Ja, die Theorie ist einfach, aber wie sieht es mit der Praxis aus? Hey, das ist dein Tutorial. Du willst dich doch nicht etwa drücken. Aber nun gut, ich werde es dir vormachen. Siehst du dieses kleine Ding auf dem Boden dort drüben? Ich werde nun mit dem Zungensymbol, Augensymbol. Ich werde nun dort draufklicken und es mir so ansehen. Pass also gut auf. Was ist das? Das ist ein Kathodenstümpel. Danke für den Input, Wenzel. Aber ich erkenne ja wohl eine hydrale Klemmzweige, wenn ich sie sehe. Blöd, dass ich sie nur ansehen kann. So eine Zweige könnte noch richtig nützlich werden. Du kannst sie mitnehmen. Du musst nur mit der Maus drauf zeigen, sodass das Handsymbol erscheint. Klicke dann links und du hebst sie auf. Nein, das muss einfacher gehen. Wenn du meinst. Wir nehmen jetzt das Handsymbol und klicken drauf. Okay, ich habe die Klemmzweige aufgehoben, aber was mache ich jetzt damit? Du steckst sie in dein Inventar, da wo all deine Gegenstände hinkommen. Du hast das Ding aufgehoben. Jetzt kannst du mit dem Mausrad das Inventar öffnen. Hey, da ist es ja. Genau, das hier ist dein Inventar. Schon klar. Und hier kannst du dir alles ansehen, was du mit dir rumträgst. Du weißt doch noch, wie das geht, oder? Was mache ich hiermit? Sieht aus wie ein zerbrochenes Ersatzteil. Na, dann pass mal auf, wie ich es repariere. Wie kommt dieses seltsame Ding in mein Inventar? Keine Ahnung. Vielleicht brauchst du es für das Tutorial. Tutorial, Schmutorial. Probieren wir es einfach mal zu. Das klappt echt. Sieh her, Wenzel. Es ist fast vollbracht. Beeindruckend. Und das meine ich ernst. Sieh her, Wenzel. Es ist beeindruckend. Okay.
So, was haben wir denn da? Dieses Ding soll ich also reparieren. Lass es, lieber Rufus. Das wird doch eh nichts. Ich weiß, für einen Laien mag die Situation unmöglich aussehen. Aber wie du weißt, ist unmöglich mein zweiter Vorname. Ich krieg das Kind schon gebacken. Alles klar. Okay. Dieses Ding soll ich also reparieren. Ich weiß, aber wie du... Wenn du soweit bist, musst du... Jetzt mach mal halblang. Es ist nur ein Knopf. Das schaffe ich wohl auch ohne dich. Ja, Wenzel. Ach ja. Wie man einen Dialog beendet. Man klickt auf die letzte Option. Ha, völlig falsch. Oh, das habe ich auch schon abgebrochen. Egal. So, jetzt benutzt mir diese unauffällige Aussparung. Es passt. Als nächstes musst du... Du brauchst mir nicht alles vorzukauen. Den Rest schaffe ich schon alleine. Wie du meinst. Ich drück mal den Knopf. Hals und Beinbruch. Rufus? Einen Tipp hätte ich dann noch. Ich hab dir doch gesagt, dass ich es auch ohne deine Hilfe schaffe. Ich muss jetzt nur noch diesen Knopf hier drücken und schon... werde ich zusammengepresst. Ach, ich liebe Tutorials. Du alte Memme, denkst du hast Probleme? Nur weil etwas Abwasch die Spüle verstopft. Spar das Gezeter, gedenke der Väter, sie hausten in Armut umgeben von Schrott. Doch wo alles verloren schien, war einer geboren. Er war saustark und lässig, sein Haar saß perfekt. Und mit Großmut und Tapferkeit brach er, ich bin's leid, macht euren Mist mal allein, ich muss weg. Ussa, er muss dann mal weg. Mit ganz vielen Leuten Dienst entwickelt haben. So. Müll. Müll. Noch mehr Müll. Ein Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Ach nein, es ist Müll. So, das reicht. Ich muss hier endlich weg. Gut, dass ich dieses Mal den perfekten Plan habe. Nur noch die letzten Sachen packen und ich bin raus hier. Wo hab ich nur meine Liste hingetan? Mann, es wird wirklich Zeit, dass ich diesen Schrottplatz endlich verlasse. So. Guck mal das Fernrohr durch. Es läuft doch immer nur Müll im Fernsehen. Ja, da hat er recht. Es läuft doch immer. Okay. Es läuft doch immer nur Müll im Fernsehen. Da gebe ich dir recht. Es wird wirklich Zeit, dass ich hier verschwinde. Ein Koffer. Können wir den aufmachen? Ah, da ist ja meine Liste. Mal gucken. Ich habe scheinbar fast alles, was ich brauche. Es fehlt nur noch etwas Proviant, die Zahnbürste, ein paar Socken und ein Seitenschneider. Ein Seitenschneider? Was zum... Naja, irgendetwas werde ich mir dabei schon gedacht haben. Ja, genau. Irgendwas haben wir dabei gedacht. Es fehlt nur der Seiten, die Zahn, ein paar Socken und das war's. Schlafen kann ich immer noch, wenn ich tot bin. Oder da gebe ich direkt. Wenn ich es überlebe und mit gebrochenen Beinen ans Bett gefesselt bin. Ja, oder so. Nanu, da lag ja eine Socke drunter. Das erklärt, warum ich in letzter Zeit immer nur Käse geträumt habe. Wie ist die da bloß hingekommen? Was haben wir denn noch hier? Funktioniert denn das? Ah, das funktioniert sogar. Für... meine alten Fluchtpläne. Einige davon waren nicht übel. Das könnte nützlich werden. Das Öl ist so ranzig, das kann ich mir höchstens noch in die Haare schmieren. Das Beste daran ist die Dose. Okay. Nimm mal das Schweißgerät mit. Können wir das mitnehmen? Können wir sogar.
Alles, was mir mein Vater vermacht hat, ist diese dumme Holzkiste. Und dann hat er Deponia verlassen. Ohne mich. Das ist die Kiste, die mir mein Vater vermacht hat, bevor er mich im Stich ließ. Ich will sie nicht öffnen. Ich will keine weiteren Enttäuschungen erleben. Ich will sie öffnen. Dann hat er Deponia ohne mich. Post. Ja, da war der rote Besuch zu Hause. Wieder eine Memo von Toni. Mal sehen, was sie diesmal hat. Mach endlich das Bad sauber. Puh, das könnte ihr so passen. Was haben wir denn eigentlich so? Ein Zettel. Die Hausapotheke hat mir schon oft das Leben gerettet. Aber seit ich neulich versucht habe, einen schrapnellbetriebenen Düsenantrieb zu bauen, sind die Pflaster alle. Jetzt ist da nur noch Tonis Beruhigungsmittel drin. Kriege ich davon was? Verschlossen. Den Schlüssel muss wohl Toni haben. Hinter das Tonifüttel. Tonis das Zimmertür. Das ist Tonis Zimmer. Die Höhle des Löwen. Oder besser, die Natterngrube. Okay. Was ist das? Ein Fallbeil, damit ich nicht in ihr Zimmer gehe? Mann, die Frau ist gestört. Ich frage mich ernsthaft, warum ich jemals mit ihr zusammen war. Bleib gefälligst aus meinem Zimmer raus. Da hast du nichts mehr drin verloren. Was bildet Toni sich ein? Als hätte ich nichts anderes zu tun, als in ihren Sachen rumzuwühlen. Ja, wieso nicht? Was haben wir denn? Da! Die hat auch schon mal bessere Zeiten erlebt. Das ist... Okay, kann ich die mitnehmen? Hörst du? Die Zahnbürste ist weggelaufen. Ich sollte mir wohl angewöhnen, sie irgendwo aufzubewahren, wo nicht so viele Mikroorganismen wachsen. Ja, wäre sinnvoll. Die Spinntür. Das Zeug überlasse ich eigentlich lieber Toni. Ich habe es einmal benutzt. Anschließend waren all meine Klamotten verfärbt und der Schuppen ist abgebrannt. Da ist die Zahnbürste. In der dunklen Ecke. So ein Seitenschneider ist doch eigentlich ein ziemlich nutzloses Gerät. Ja, ziemlich nutzlos. Wir nehmen es mal mit. Wo steckt der sich eigentlich das alles hin? Ja. Was für eine Plörre. Toni sagt, ich bin dran, das Bad zu putzen. Das ist einfach nur unfair. Sie ist nie dran. Dabei warte ich schon seit Wochen. Ich will da jetzt nicht aufmachen. Oh, es geht doch eigentlich. Was ist denn das? Das ist... gehen wir mal da runter. Nein, da sind... Mist, ich brauche wohl einen besseren Plan, um sie einzufangen. Sie verspottet mich. Na, warte. Ich würde dich auch verspotten, Rufus. Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Okay. Was ist denn da? Genau die gleiche Blöre. Topfen. Okay. Ich sehe gar nicht ein, warum ich den Abwasch machen soll. Toni hat darin viel mehr Übung. Ja, einfach eine starke Frauenpower. Mach endlich den Abwasch. Der macht sich nicht von alleine. Ich lasse es mal drauf ankommen. Oh, so wie die Zahnbürste, die einfach wegrennt. Ich sehe gar nicht ein, warum Toni hat... Können wir die Gabel mitnehmen? Ja, können wir. Ich glaub's nicht. Du hast schon wieder mein ganzes Essen verputzt. Stattdessen finde ich ständig irgendwelchen Müll von dir im Kühlschrank. Ja, was ist eigentlich mit dir kaputt? Alles. Ich verstehe die Frage nicht. Mach mal auf. Wieso... Witz... Ich frag mich. Wie ist die da bloß hingekommen? Ich nehm's mal mit. Das sind immerhin schon mal zwei Socken. Aber ich brauche ein paar. Ich will ja nicht wie ein Idiot rumlaufen, wenn ich nach Elysium komme. Okay.
Du sollst nicht auf der Couch essen. Ständig finde ich Essensreste in den Ritzen. Na und? In welchen Ritt? Ja. Die gute alte Couch. Schade, dass im Fluchtapparat kein Platz mehr dafür ist. Hier kamen mir immer die besten Einfälle. Außerdem findet man immer ein paar Essensreste in den Ritzen. Da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Aber ohne Behälter sammle ich die jetzt nicht auf. Ja, okay. Dein Ofen. Eine Herdplatte. Kann ich da den... Ich hab doch einen Topf mit... Da soll Toni noch mal sagen, ich tue nicht genug für den Haushalt. Ja, gut, das funktioniert. Jetzt bin ich aber keinen Schritt weiter. Kann ich die Dose mit dem... Da sind schon genug Ölflecken drauf. Und weg damit. Ja, wir reinigen die Die Dose ist perfekt leer jetzt. Da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Ich schätze, die sind noch gut als Reiseproviant. Das hab ich. So, zeig mir die Liste mal. Es fehlt nur noch etwa... Okay. Die Kammer geht nicht mehr auf, seit die Klinke fort ist. Toni war sauer, aber ich brauchte das Ding für die Luke meines Ort-zu-Ort-Transporters. Der Apparat war schon instabil genug, ohne dass da Fliegen reinspazieren konnten. Ja. Keine Chance. Die Klinke fehlt und ich bekomme die Finger nicht in die Ritzen. Wieso denke ich gerade so schrecklich zweideutig? Ist da irgendwas im Mantel? Kann ich den mitnehmen? Ich schau mal nach, ob ich was Nützliches in den Taschen finde. Hey, da war tatsächlich was drin. Eine Socke. Cool. Noch irgendwas drin? Ist wohl nicht. Reicht ja auch. Wir haben jetzt eine blaue, eine... Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich Kochwäsche. Aber da fehlt noch was. Waschdingensmittel. Das gute Waschdingensmittel. Ich weiß ja, wo das Waschdingensmittel ist. Dann laufen wir einfach mal nach oben und holen uns das gute Waschdingensmittel. Nein. Okay, ich komme auch da noch nicht raus. Dann benutzen wir das Waschdingensmittel mit dem Topf. Und tun die blaue... Ich bin zwar kein Experte. Und die gelbe Socke da rein. Du wolltest sicherlich auch noch irgendwas zum Anzünden, also nehmen wir mal einen Haufen Zettel von Toni. Und rein damit. Es hat funktioniert, ich bin mir begeistert. Wenn das hat funktioniert, fress ich ihn wieder. Das funktioniert echt. Autsch! Verdammt, das ist ja heiß. Dopf. Kann ich die... rausbrennen? Damit kriege ich die nie auf. Nein, die Ecke war mal ein gutes Versteck. Aber mittlerweile schaut Toni da als erstes nach. Ach, Toni. Es ergäbe sicher ein grandioses Allzweckwerkzeug. Wer braucht schon grandiose Allzweckwerkzeuge? Ist doch was für Anfänger. Ich brauche grandiose Allzweckwerkzeuge. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Mitten sollten. Verdammt! Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Genau. Nimm mal die. Gäbe sicher ein Gramm. Ist doch was. So. Gott sei Dank bin. Verdammt! Aber kann ich damit die Kammer öffnen mit der Gabel? Oder für das habe ich echt eine Gabel dabei? Keine Chance. Ich komme damit zwar in die Ritzen, aber ich habe nicht genug Hebel. Keine Chance. Ich komme damit zwar in die Ritzen, aber ich habe nicht genug Hebel.
noch was von der Liste. Kann ich ein bisschen was von meinem Reiseproviant opfern? Das wäre ein super Köder, aber ohne Falle total verschwendet. Was habe ich übersehen? Keine Chance. Das Zeug habe ich gerade erst müh. So viel habe ich schon seit Jahren nicht mehr für was zu essen gearbeitet. Toni sagt, das ist einfach nur unfair. Dabei warte ich schon seit Wochen. Boah, was für eine Plörre. Put, put, put. Ich brauche wohl ein... Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt. Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Ja. Irgendwas übersehe ich. Das ist die Kiste, bevor er mich im... Ich will sie. Ich will keine Wei... Okay. Was übersehe ich? Irgendwas Wichtiges. Irgendwas relativ Wichtiges übersehe ich doch. Ist da noch was im Sofa versteckt? Mehr ist wohl nicht zu. Reicht ja auch. Die Kammer geht nicht. Toni war. Der Apparat war schon instabil genug. Das Ergebnis ist doch was für. Keine Chance. Ich komme damit zwar in die Ritzen, aber ich habe nicht genug Hebel. Ob ich da Proviant für meine Reise? Nee, aber ein Hebel. Den Kühlschrank zu füllen ist Tonis Job. Ich sorge dafür, dass immer genug Platz da ist. Oh, das wollte ich gar nicht. Machen wir mal weiter. Herdplatte, Ofen. Da soll Toni noch mal. Na, holla! Die Socke hat sich verfärbt. Wer hätte das gedacht? Aber wo ist die andere? Klarer Fall von subtraktiver Farbmischung. Ich habe noch ein paar. Und die Gabel ist natürlich weg. Ich bin verzweifelt. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich habe... Wenn das funktioniert, dann lache ich. Das wäre ein... Aber ohne... Wir nehmen mal den Pempel mit. Das könnte nützlich werden. Den habe ich nicht gesehen. Da habe ich den Pempel übersehen. Jetzt habe ich auch meine Falle. Jetzt kann das Mistvieh was erleben. So. Put, 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 komm zu Papa. Hab sie. Die wird ganz schön leiden beim nächsten Zähneputzen. Wieso, Rufus? Wieso? Ab in den Koffer damit. Seitenschneider, warum auch immer. Check. Socken, check. Ja, die wichtigste... Wer möchte nicht ein paar frische, triefende Socken in seinen Koffer legen? Zahnbürste, check. Proviant,
Check. Hm, ich scheine alles zu haben. Er lässt sich nicht mehr schließen. Irgendwas muss ich wohl wieder auspacken. Aber was? Mit diesem Monstrum im Gepäck bekomme ich den Koffer niemals zu. Wo ich hingehe, brauche ich keinen Seitenschneider. Was hatte der überhaupt auf der Liste verloren? Jetzt passt es. Wir werden ihn brauchen. Ganz dringend. Ja, losgehen.